The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zum interaktiven Webinar Moderne Arbeitsplätze in der Schweizer Industrie zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Mein Name ist Wiebke Lörcher. Ich bin Marketing- und Kommunikationsmanager für PRC. Ich möchte Ihnen vorab ein paar Informationen zum Webinar geben. Es wird eine Stunde Zeit in Anspruch nehmen. Sie haben in den Blöcken des Webinars die Möglichkeit, Fragen direkt mit unseren Experten zu diskutieren. Jederzeit können Sie über das Chatfenster auf der rechten Seite Ihre Fragen eingeben. Am Ende des Webinars gibt es einen größeren Block, wo nochmal im Bündel auf die Fragen eingegangen wird. Fragen, die nicht innerhalb des Zeitfensters des Webinars beantwortet werden können, werden selbstverständlich weitergeleitet und im Nachgang beantwortet. Das Webinar wird aufgezeichnet und die Slides hierzu können Ihnen auch zur Verfügung gestellt werden. Ich möchte Ihnen zunächst die Diskussionsteilnehmer vorstellen. Das wären zum einen Dr. Andreas Stieler, mein Kollege von PRC. Er ist Principal Analyst Digital Enterprise bei PRC. Ja, schönen guten Und Tag, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite aus. dann hätten wir noch in der Diskussionsrunde Herrn Lars Geiger, CEO der Bauma AG. Guten Tag, Herr Geiger. Wenn Sie kurz Guten Tag. vorstellen. Ja, wunderbar. Wir haben Guten Herrn Tag. Etter von der Swisscom, Head of Innovation for Workspace and Collaboration. Und Hallo, wir haben Herr. Herrn, Guten Tag allerseits. guten Tag, und Herrn Schmutziger, ebenfalls von der Swisscom. Guten Tag. Zu Beginn des Webinars wird Herr Stieler kurz Hintergründe und die Kernergebnisse des gemeinsamen Studienprojekts vorstellen. Gut, ja, schönen guten Tag nochmal von meiner Seite aus. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier alle mit dabei sind, auch so zahlreich. Ja, vielleicht nochmal diese Diskussionsrunde heute basiert ja auf einem Studienprojekt zum Thema Arbeitsplätze, moderne Arbeitsplätze in der Schweizer Industrie. Und lassen Sie mich ganz kurz nochmal auf den Hintergrund eingehen. Natürlich, man redet heute in der Industrie sehr viel über Industrie 4.0, über IoT und alle diese Themen sind natürlich auch damit verbunden. Man will innovationsfähiger sein, will agiler sein, will stärker kundenzentriert sein. Sie wissen, die Industrie soll halt wesentlich serviceorientierter agieren. Wir reden über Product-Service-Bundles, die im Endeffekt aus solchen Prozessen, aus solchen optimierten Prozessen herauskommen sollen, müssen. Und dafür braucht es Mitarbeiter und dafür braucht es vor allem auch gut ausgestattete Mitarbeiter. Und ja, meine Sicht, und ich glaube, das wird Herr Schmutziger dann auch nochmal als IoT-Experte nochmal ein bisschen mit diskutieren, ist, Industrie 4.0 beginnt am Arbeitsplatz. Wir brauchen moderne Arbeitsplätze, um Industrie 4.0-Konzepte dann auch durchzuführen. Und wenn man sich mit dem Thema Arbeitsplätze und Arbeitsplatzumgebungen beschäftigt, dann entdeckt man auch relativ schnell, die Arbeitswelt hat sich gerade in den letzten Jahren enorm gewandelt. Ja, was wir sehen, ist natürlich, dass diese, sagen wir immer so, diese Routineaufgaben enorm abnehmen, die werden automatisiert, die werden ausgelagert. Dagegen die Nicht-Routine-Tätigkeiten nehmen immer stärker zu, insbesondere diese sogenannten mental anspruchsvollen Nicht-Routine-Tätigkeiten, für die es keine, ja, eben keine vordefinierten Routinen, keine vordefinierten Prozesse gibt, die Teamarbeit erfordern. Wir sprechen hier auch von Wissensarbeit und ich selbst habe mich als Analyst sehr viel mit dem Thema Wissensarbeit beschäftigt und mir ist immer ganz wichtig zu sagen, wir haben in der Vergangenheit häufig diesen Term Wissensarbeit gebraucht für die berühmten Forschungs- und Entwicklungsabteilungen oder für wissensintensive Dienstleister oder Industrien. Hier, ich glaube, das Thema Wissensarbeit ist heute ein Thema, was alltäglich geworden ist. Jeder Job, jede Industrie und insbesondere auch Industrieunternehmen sind davon betroffen, ja. Ich glaube, der Anteil dieser eben nicht mental anspruchsvollen Nicht-Routine-Tätigkeiten hat überall enorm zugenommen und macht immer stärker die Jobbilder aus und entsprechend bestimmt auch die Anforderungen an den Job. Entsprechend muss sich auch das Management damit beschäftigen. Wie können wir denn optimale Rahmenbedingungen schaffen für die Wissensarbeit? Und da lohnt es sich manchmal reinzuschauen, auch im Vergleich zur traditionellen Industriearbeit. Was sind da eigentlich so die Unterschiede? Ja, Wissen, dieses Wissen, was wir brauchen für die Wissensarbeit, das ist individuell, das steckt in den Köpfen der Mitarbeiter. Und
Da ist es aber zunächst erstmal wenig wert. Es muss fließen, damit es produktiv wird. Das heißt im Grunde für die Gestaltung der Arbeitsumgebungen. Die Teamarbeit muss wesentlich stärker in den Fokus gestellt werden. Es geht sehr zentral darum, den Austausch zu unterstützen. Wissensarbeit ist auch nicht mehr an die typischen Zeiten oder Orte gebunden, also an Maschinenlaufzeiten oder Fabriken. Ja, die kann im Grunde überall stattfinden. Das heißt, wir haben ein wesentlich höheres Maß an Flexibilität. Wir haben umgekehrt auch höhere Flexibilitätsanforderungen. Das müssen wir mit den Arbeitsumgebungen unterstützen. Das heißt, diese Mobilität, die da gefordert ist, das bedeutet natürlich umgekehrt auch entsprechendes Vertrauen natürlich, was die Mitarbeiter dann auch brauchen, um von verschiedenen Orten aus zu arbeiten. Und ein Thema, was mir auch immer sehr wichtig ist, klar, Wissensarbeit ist Schwerstarbeit, tatsächlich Schwerstarbeit für den Kopf, ja. Und nicht umsonst kam in den letzten Jahren immer wieder dieses Thema Burnout, wurde immer wieder sehr stark diskutiert. Und entsprechend, ja, moderne Arbeitsplätze heißt auch im Grunde was zu gestalten, dass man die Work-Life-Balance hier ein bisschen besser hinbekommt. Das Berufsleben verschwimmt immer mehr und natürlich auch entsprechende Maßnahmen für die Burnout-Vermeidung damit vornimmt. Nun, das war so ein bisschen der Hintergrund für diese Studie, über die ich schon gesprochen habe, eine Studie, die PAC im Auftrag der Swisscom durchgeführt hat. Wir haben mehr als 60 Verantwortliche in Unternehmen aus der Schweizer Fertigungsindustrie befragt. Die Unternehmen waren mittlere, große Unternehmen, ab 500 Mitarbeiter, aber auch sehr große Unternehmen dabei. Wichtig hierbei ist nochmal, wir haben so halbe der Befragten, also die Hälfte waren Business-Entscheider, so aus verschiedenen Fachabteilungen und die Hälfte IT-Entscheider, also typischerweise IT-Manager, CIOs. Wir haben die Studie im April 2016 durchgeführt. Ich denke, die Inhalte, die habe ich Ihnen ja jetzt schon gesagt. Es ging im Wesentlichen darum, einfach nochmal nachzuvollziehen, von den Beteiligten her, inwieweit ist dieser Wandel des Arbeitsumfeldes, den ich jetzt schon angerissen habe, inwieweit ist der heute schon Realität? Wie stellen sich die Arbeitsumgebungen dar? Wie ist der Anspruch? Wie ist die Wirklichkeit? Welche Herausforderungen stellen sich in der Praxis? Nun, lassen Sie mich ganz kurz nochmal auf ein paar Kernergebnisse eingehen. Zunächst ein sehr, sehr deutliches, klares Resultat der Studien. All diese Annahmen zum Wandel der Arbeitswelt, die ich jetzt schon eingangs ein bisschen andiskutiert habe, die haben sich in der Studie sehr, sehr deutlich bestätigt oder aus Sicht der Teilnehmer zeigen die sich heute sehr, sehr deutlich in der Praxis. Das heißt zum einen, ja, das Umfeld ändert sich deutlich, auch in der Schweizer Industrie. Die Komplexität der Tätigkeiten hat deutlich zugenommen. Wir sehen immer mehr Mitarbeiter arbeiten heute in virtuellen Teams zusammen. Der Aufwand für Austausch und Vernetzung steigt rasant. Es gibt aber auch deutlich mehr Druck, auch von der Kundenseite. Ja, da sagen uns die Befragten, die Führungskräfte, wir sehen, dass die Kunden immer höhere Erwartungen haben Richtung Flexibilität, Richtung Reaktionsfähigkeit, aber natürlich auch hinsichtlich der Kommunikation, die Erwartungen mit Blick auf die digitale Interaktion steigen auch. Und der Druck kommt drittens auch nochmal von den Mitarbeitern, ja, ganz klar. Die wollen selbst, die brauchen das für ihre Jobs, die fordern mehr Flexibilität, sie wollen weniger rigide Prozesse und umgekehrt sinkt damit natürlich auch die Toleranz für veraltete Technologien und auch veraltete Vorgehensweisen. Nun, aus so einem veränderten Arbeitsumfeld erwachsen natürlich auch Anforderungen an die Arbeitsumgebung. Und hier haben wir einfach mal die Führungskräfte befragt, ja, auf einer Skala von 0 bis 10, wie wichtig sind ihnen denn so verschiedene Anforderungen? Und was Sie hier sehen in Prozentwerte, sind einfach bloß der Anteil derjenigen Führungskräfte, die diese Themen als sehr wichtig einstufen, also mindestens eine 8 von 10 Punkten vergeben. Und Sie sehen zwei Themen sehr, sehr stark von dran, die heute diese Anforderungen an die Arbeitsumgebung prägen. Zum einen geht es darum, ja, wir müssen den Mitarbeitern helfen, diese wahnsinnig steigende Informationsflut zu bewältigen. Und ein zweites sehr wichtiges Thema natürlich Austausch und Vernetzung. Diese optimale Unterstützung von Austausch und Vernetzung. Das heißt natürlich nicht, dass die anderen Themen weniger wichtig sind. Sie sind hier ein bisschen stärker nach unten gewichtet, aber es geht natürlich darüber hinaus auch darum, die Kunden in der Aktion stärker zu unterstützen, die Arbeitsumgebung stärker an die Tätigkeitsanforderungen der Mitarbeiter anzupassen und bis hin natürlich auch zum ganzen Thema Kosteneinsparung. Nun, ich habe jetzt über den Anspruch gesprochen. Ja. Wir haben auf derselben Skala auch gefragt, ja, wie weit wurden denn heute schon diese Ziele erfüllt? Und Sie sehen hier natürlich, dass zwischen diesem Anspruch auf der einen Seite und der Wirklichkeit auf der anderen Seite noch
deutliche Lücken klaffen. Ja, also Informationsflut abbauen, 76% halten das für sehr wichtig. Auf der gleichen Skala halten das 32% für weitestgehend erfüllt. Bei Vernetzungen ähnlich. Ja, und Sie sehen hier überall, es ist eine deutliche Lücke zwischen denjenigen Unternehmen oder denjenigen Führungskräften, die das in ihren Unternehmen heute schon für erfüllt halten, und diejenigen, die das für wichtig halten. Ein wichtiger Seitenaspekt hierbei: Wir konnten natürlich auch unterscheiden zwischen IT und zwischen Business-Entscheidern. Und was wir hier gesehen haben, speziell auch beim Thema Vernetzung, ja, dass es hier noch deutliche Unterschiede gibt in der Einschätzung zwischen IT und Business-Entscheidern. Ja, die IT sieht die heutige Lage noch doch ein bisschen deutlich positiver, zum Beispiel beim Thema oder gerade beim Thema Vernetzung als das Business. Ja, 46, knapp die Hälfte der IT-Verantwortlichen sagen, ja, wir halten unsere Mitarbeiter heute schon für ausreichend unterstützt bei dem Thema. Beim Business sind es nicht mal ein Fünftel, also 17%. Sicherlich auch ein Thema für die Diskussion später. Nun, ich hatte Ihnen schon gesagt, wir sind dann sehr viel in einzelne Themen reingegangen, um Verbesserungsbedarf oder konkreten Verbesserungsbedarf zu identifizieren. Ich werde ja sicherlich jetzt nicht im Rahmen dieses Webinars, wir wollen ja hier die Diskussion in den Mittelpunkt stellen, auf jeden einzelnen Punkt eingehen können. Vielleicht nochmal so ein paar Kernergebnisse oder ein paar Kernaussagen, die wir so sehen. Bei der technischen Umsetzung, da sehen wir, ja, also die Ausstattung mit mobilen Endgeräten ist gar nicht mal so das ganz große Thema. Was wesentlich stärker in den Vordergrund drückt, ist natürlich auch die Anwendungen auch mobil zu machen. Das heißt, mobile Endgeräte sind eine Sache, aber man muss natürlich damit auch die Anwendungen nutzen. Und ich glaube, hier herrscht derzeit noch ein sehr großer Bedarf. Und wir sehen es auch umgekehrt natürlich auch in unseren Analysen, dass hier natürlich auch derzeit das große Wachstum auch im Markt stattfindet. Weitere Themen hier natürlich, es geht um die Automatisierung, wo Nachholbedarf gesehen wird, Automatisierung von Routinetätigkeiten und ganz, ganz wichtiges Thema und ein Dauerthema auch immer wieder bei Arbeitsplätzen ist das Thema Integration. Ja, wir hatten ja schon sehr lange diskutieren wir schon über das Thema UCC und das hat sich auch bis heute noch nicht gegeben. Es geht immer noch darum, wie bekommt man die verschiedenen Anwendungen, die ja in der Zahl immer weiter zunehmen, wie bekommt man die vernünftig zusammen, um die Mitarbeiter praktisch aus einem Guss in ihre Tätigkeit zu unterstützen. Beim Thema Support und Sicherheitsanforderungen auch hier grundsätzlich Zufriedenheit, was so Standard-Support-Themen angeht, wo dann Nachholbedarf besteht oder gemeldet, berichtet wurde, ist dann, wenn es dann in die Unterstützung flexibler hineingeht, um mobile Mitarbeiter, wenn es auch darum geht, Sicherheitskonzepte sozusagen nicht nur oder nicht bloß die IT sicher zu machen, sondern bei der Sicherheit auch zu gewährleisten, dass trotzdem noch die Flexibilität noch bestehen bleibt, also diesen Trade-off hinzubekommen zwischen Sicherheit und Flexibilität. Da wurde uns mitgegeben, hier gibt es noch deutlichen Nachholbedarf. Ja. Führung und Organisation, ein ganz wichtiges Thema, sehr stark diskutiert, auch von den Teilnehmern, insbesondere, was sehr, sehr interessant war, ein sehr großer Teil der Teilnehmer, die ja selbst Führungskräfte sind, sagt uns, viele Führungskräfte haben noch Schwierigkeit, virtuelle Teams zu führen. Das wiederum äußert sich dann weiter darin, dass dann auch moderne Arbeitskonzepte aus Sicht der unserer Befragungsteilnehmer nicht ausreichend gefördert und unterstützt werden. Ich glaube, hier gibt es viele Themen und ich denke, das ist auch ein Thema, was wir auch in der Diskussion nochmal sehr stark ansprechen werden. Thema Strategie, was wir sehen, zum einen, ja, das Thema Arbeitsplätze wird als sehr wichtig bewertet, die Modernität, diese Wichtigkeit wird gesehen. Auf der anderen Seite, wenn man fragt, ja, warum werden denn solche Modernisierungsmaßnahmen heute noch nicht so ausreichend umgesetzt. Kommen heute häufig dann so als Antworten, ja, wir haben eigentlich hier noch keine Budgets, es ist bei uns keine Top-Priorität. Und ich denke, hier sollte man auch nochmal drüber reden. Ja, man hat immer so ein bisschen den Eindruck, ja, Arbeitsplätze wichtig, aber trotzdem nicht an Stelle 1 gerankt. Und ist die Frage, ja, ist die Prioritätensetzung hier eigentlich richtig gesetzt? Und sicherlich andere Themen, die hierbei auch noch mit einer Rolle spielen und anzusprechen sind, die Zusammenarbeit zwischen Business und IT, die sicherlich immer wichtiger wird, nicht nur bei der Arbeitsplatzgestaltung, aber eben auch hier und wo es da auch noch Nachholbedarf gibt. Und als letzten Punkt nochmal zur externen Unterstützung, was sehr stark auch rauskommt bei der Studie. Viele sagen uns, es gibt immer noch Schwierigkeiten, moderne Arbeitsplatzkonzepte umzusetzen bzw. auch zu planen, weil es gibt eine hohe Dynamik in der Technologieentwicklung, eine hohe Marktdynamik und damit steigen natürlich Investitionsrisiken. Vor dem Hintergrund sehen auch viele gerade eine Notwendigkeit, da auch externe Dienstleister mit ins Boot zu holen, die mit dran zu ziehen, teilweise auch Sachen auszulagern. Und auch hier besteht
doch immer noch eine ganz schöne Lücke zwischen dem Anteil derjenigen, die solche Sachen für sinnvoll halten, also diese die externe Unterstützung für sinnvoll halten, und denjenigen, die so eine externe Unterstützung heute schon nutzen. Nun, das war soweit erstmal ein paar Kernresultate so als Hinleitung zur Diskussion. Lassen Sie uns jetzt gerne einfach starten mit der Diskussion. Wir hatten uns im Vorfeld so kurz darüber Gedanken gemacht, wie können wir das ungefähr so aufteilen. Ich denke, wir können hier in drei Blöcke vorgehen. Im Grunde, indem wir zuerst erstmal mit unseren Experten hier nochmal über das ganze Thema Status quo sprechen. Welche Rolle spielt die Arbeitsplatzmodernisierung heute in der Schweizer Industrie? Inwiefern ordnet sich dieses Thema mit dem ganzen Thema Industrie 4.0 zusammen? Sieht es konkret aus bei einem Anwenderunternehmen wie der Bauma AG? Natürlich das Thema Herausforderungen und Erfolgsfaktoren. Hierüber wollen wir heute sehr viel diskutieren, auch gerade um organisatorische Themen. Wie gelingt der Wandel? Und möchten natürlich zum Schluss auch nochmal auf das Thema externe Unterstützung eingehen. Nun, lassen Sie uns starten. Mir wäre nochmal sehr, sehr wichtig, wie gesagt, das ist ein interaktives Webinar. Wir wollen hier nicht bloß miteinander diskutieren, sondern gerne auch mit Ihnen diskutieren. Deshalb, Ihre Fragen sind uns sehr, sehr wichtig. Und wir hatten in der Vergangenheit auch öfters mal den Fall, dass wir innerhalb der Webinarzeit nicht alle Fragen beantworten konnten. Da habe ich jetzt schon die Zusage aller Experten bekommen, wenn da Fragen über sind, dann werden wir die im Nachhinein, werden die Ihnen per E-Mail beantwortet werden, oder die Experten werden sie mit Ihnen in Verbindung setzen. Also stellen Sie bitte Ihre Fragen, Sie bekommen die in jedem Fall beantwortet. Und ja, lassen Sie uns gerne jetzt starten. Zunächst möchte ich gerne ja, zu dem ganzen Thema Status quo erstmal eine Frage an Herrn Etter, der ja bei der Swisscom, Herr Etter, da können Sie mich auch gerne nochmal berichtigen, wenn ich das nochmal richtig verstanden habe, bei Swisscom Enterprise verantworten Sie ja das Consulting, das Thema Digital Workplace. Und ja, meine Frage wäre dann, ja, wir haben ja praktisch auch in meiner Einleitung auch ein bisschen mitgesehen, Workplace-Modernisierung deckt so unser Eindruck aus der Studie in der Prioritätensetzung bei vielen Schweizer Industrieunternehmen noch ein Stück zurück. Wie können Sie das begründen? Sehen Sie das ähnlich? Wo stehen die Schweizer Unternehmen insgesamt bei diesem Thema? Herr Etter, bitteschön. Vielen Dank für diese Frage, Herr Steiger. Genau, meine Rolle bei Swisscom ist, wie Sie es beschrieben haben, wir beraten Unternehmen in der Art und Weise, wie sie neue Arbeitsplatzkonzepte einführen, mit welchen Tools gearbeitet, mit welchen Workplace-Konzepten gearbeitet werden soll. Wir haben parallel aber auch eine Produktentwicklungsaufgabe, was dazu führt, dass wir relativ nahe an den neuen Trends dran sind und uns wirklich auch mit neuen Entwicklungen, neuen Innovationen der Hersteller auseinandersetzen und schauen, was davon praxistauglich ist und was noch etwas mehr Zeit braucht, bis es dann in der Breite adaptiert werden kann. Auf Ihre Frage, wir unterscheiden im Thema der Digitalisierung und das Thema Zukunft der Arbeit ist ja oft auch im Kontext Digitalisierung genannt. Wir unterscheiden im Thema Digitalisierung eigentlich vier Ebenen bei Swisscom. Wir sagen, Firmen gehen dieses Thema aus Optik der Prozesse an, Prozesse zu digitalisieren, beispielsweise Prozesse mit ihren Lieferanten. Dann das zweite Element, die zweite Ebene ist so das ganze Go-to-Market, die Customer Experience, wenn da beispielsweise über Online-Shops oder über Applikationen, über Apps der Kontakt mit dem Kunden intensiviert wird. Die dritte Ebene ist die Frage des Businessmodells, wenn Unternehmen sagen, ich möchte von einem produktionsgetriebenen Ansatz eher in einen Service-Ansatz gehen, werden wir nachher vom Herrn Schmutziger vielleicht auch noch was dazu hören, wie das auch dank IoT überhaupt erst möglich wird. Und die vierte Ebene ist dann die Art und Weise, wie gearbeitet wird. Wir nennen das so Future of Work. Und die ist natürlich auch stark durch die Digitalisierung getrieben, durch die Mobilisierung von Arbeitselementen, durch die Möglichkeit auch schnell auf Leute zuzugreifen und dort zu arbeiten, wo man ist, flexibel zu arbeiten, ortsungebunden zu arbeiten. Jetzt ist es natürlich schon auch unser Eindruck, dass im Bereich Customer Experience oder im Bereich der Prozesse eine Investition manchmal etwas einfacher getätigt wird, weil man einfach dort recht schnell eine Kosteneinsparung oder vielleicht ein Upselling-Potenzial identifiziert. Und man sagt, okay, wenn ich jetzt dort und dort investiere, dann werde ich die und die Erträge in den nächsten 12 Monaten haben. Das ist im Thema Zusammenarbeit, im Thema Work Smart, wie das sich auch nennt, etwas schwieriger. Das ist nicht immer so ganz klar quantifizierbar. Und deshalb spüren wir schon jetzt eine steigende Nachfrage nach modernen Arbeitsplatzkonzepten,
auch in der Industrie. Aber es ist ein Thema, das oft an zweiter oder dritter Stelle kommt, wenn andere Digitalisierungsebenen schon angegangen wurden. Gleichzeitig, vielleicht zum Schluss, die Industrie ist unter starkem Druck. Wir kennen alle die Problematik aufgrund der Währungssituation. Wir kennen den Druck, auf Innovation zu setzen. Das ist die einzige Möglichkeit für die Schweizer Industrie, sich im globalen Wettbewerb zu behaupten. Und das ist einer der Gründe, warum wir gerade in den letzten 12 Monaten vermehrt mit Kunden über Workplace-Konzepte diskutieren durften, weil sie sehen, dass in der Zusammenarbeit, im Wissensaustausch unter ihren Mitarbeitenden auch viel Innovationspotenzial liegt. Wissenssilos zu überbrücken zwischen der Entwicklung, der Produktion, dem Einkauf. Und hier können Kollaborationstool oder auch Intranet-Lösungen, mobile Arbeitsplatzkonzepte natürlich viel dazu beitragen, dass dieses Potenzial der Mitarbeitenden besser genutzt wird, besser identifiziert wird und man dadurch auch am Markt dann erfolgreicher auftreten kann. Vielen Dank, prima. Aber Sie sprachen es ja schon an, ja, Industrie 4.0, dann teilweise noch ein bisschen höher gerankt in Themen, die dennoch, ich habe es auch anfangs schon mal angesprochen, es besteht schon durchaus ein Zusammenhang, ja, also oder umgekehrt, eine Workplace-Modernisierung kann man natürlich auch als einen integralen Bestandteil von Industrie 4.0 auffassen. Liege ich damit richtig, Herr Schmutziger, wenn wir im Vorgespräch, ich habe mir festgenommen, Sie arbeiten ja am Business Development, der Swisscom Enterprise und sind da für Industrie 4.0 zuständig. Können Sie mich da nochmal ein bisschen mit abholen? Genau. Das Business Development, so wie wir es verstehen, umfasst eigentlich vor allem das Aufspüren von Bedürfnissen in diesem Bereich, im industriellen Internet der Dinge oder in der Industrie 4.0, der Ausdruck oder der Name Industrie 4.0 ist ja stark geprägt aus dem Deutschen. Da gibt es eine ganze von Bundesebene unterstützte, stark unterstützte, ein stark unterstütztes Programm. Das steht durchaus gar nicht im Widerspruch. Die Industrie 4.0 als Vernetzung der Maschine mit dem zentralen Konzept, einen digitalen Zwilling zum physischen Objekt zu erschaffen, der dann eigentlich über den Lebenszyklus einer Maschine wiedergibt, was ist der Zustand der Maschine, welche Ersatzteile wurden ausgetauscht, und ich nenne das immer so, das ist der Thermometer, der dann permanent in der Maschine unter dem Arm klemmt. Die bedingt aber auch immer eine Veränderung der Zusammenarbeit mit dieser Maschine. Das heißt, wenn ich auf einmal eine viel höhere Transparenz über die Fähigkeit einer Maschine, über ihre Performance habe, über die Sensorwerte, wie sich eine Maschine im Tagesverlauf verhält, dann muss ich diese Daten, respektive diese Informationen auch wieder absorbieren können. Und daher brauche ich auch Human-Machine-Interfaces, die es mir erlauben, diese Daten zu verarbeiten, zu sehen und dann entsprechend die richtigen Schritte einleiten zu können, um einen Ausfall zu verhindern, um mehr Effizienz aus der Maschine herauszukriegen, also diese zu optimieren, vielleicht auch in der Energieaufnahme oder im Ausstoß. Das sind dann immer sehr spezifische Bedürfnisse, die mit Industrie 4.0 angegangen werden können. Und da braucht es aber auch immer Menschen, die eigentlich nach wie vor die Schaltzentrale sind. Und genau diese Schaltzentrale können Sie nur wahrnehmen, indem Sie eine moderne Umgebung haben und eigentlich diese Arbeitsplatzhilfen zur Hand bekommen, die Sie brauchen, um Ihre Aufgabe optimal auszuführen. Ja. Wie ist denn das in Ihren Projekten, Herr Schmutziger, oder in den Projekten der Swisscom? Ist es dann so, dass man schon mit Industrie 4.0 startet, mit der Konzeption und dann irgendwie draufkommt auf die Workplace-Modernisierung, oder ist das gleichlaufend? Ist da die Workplace-Modernisierung schon integriert? Wie sehen Sie da das Thema heute schon verankert aus Sicht der Anwender? Wir versuchen, wenn wir mit Industriekunden in diese Diskussion kommen, versuchen wir immer eine insgesamte End-to-End-Architektur zu bauen. Also zu sagen, was ist denn die Maschine,
Wie wird sie angebunden? Über welche Kanäle werden die Daten geleitet? Wie werden sie verarbeitet? Wie werden sie angereichert? Dass die Maschinendaten zum Beispiel mit historischen Daten aus einem ERP-System zusammengebracht werden. Dann, wie werden sie analysiert? Wie werden aus diesen Rohdaten dann effektiv wertvolle Informationen gehoben? Und wie werden die da weiterverwendet? Wir sprechen eigentlich immer von einem Zyklus von Acquire, die Daten eigentlich aus der Maschine rauszukriegen, zu übertragen, Analyze, die Daten zu verwerten in brauchbare Informationen, Entscheidungsgrundlagen auch umzuwandeln und dann eigentlich das Act, also wie werden die Daten und die Erkenntnisse aus diesen Daten dann wieder zurückgespielt, zum Beispiel in einen Geschäftsprozess, der Drucker bestellt seinen Toner selbst, aber wie werden diese Daten dann entsprechend auch den Mitarbeitern angezeigt. Und was wir feststellen, ist eigentlich, sind zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite haben Kunden, zum Beispiel Kunden, die stark in einem Servicegeschäft tätig sind, die haben schon lange ihre Servicemitarbeiter mit mobilen Lösungen ausgestattet, auch im Sales-Bereich. Man findet ja nicht mehr viele Sales, die ihre Notizen auf einem Blatt Papier machen und dann am Abend nach Hause fahren und das irgendwo in einen PC eintragen, sondern das sind heute schon mobile Lösungen, in denen Geschäftsprozesse mobilisiert werden und eigentlich vor Ort eine Tätigkeit direkt abgemeldet werden kann. Das heißt, dass der Workplace eigentlich als erstes kommt und dann vielleicht wird erst in einem zweiten Schritt die Maschine angebunden und via Versa gibt es auch solche Unternehmen, die zuerst starten, die Maschine anzubinden und man wächst du in der Maturität der Architektur und der Mitarbeiter, kommt dann manchmal erst zum Schluss, was nicht unbedingt ratsam ist. Also ich würde den Mitarbeiter auch hier in den Mittelpunkt der Überlegungen stellen. Vielen Dank. Ja, Herr Geiger, wir sind sehr, sehr froh, dass Sie mit dabei sind. Sie vertreten ja heute die Anwenderseite als CIO der Bauma AG. Aus Ihre Sicht, oder vielleicht können Sie auch noch mal kurz bitte was zum Hintergrund Ihres Unternehmens sagen und dann natürlich noch mal ganz besonders, ja, wie weit ist dieses ganze Thema Arbeitsplatzmodernisierung, welche Rolle spielt es heute bei Ihnen, wie weit sind Sie da gekommen, was waren da so die wesentlichen Treiber und natürlich auch welche Investitionen wurden konkret vorgenommen? Herr Geiger, ich freue mich. Also vielleicht kurz was zu unserem Unternehmen. Wir sind ein Unternehmen mit 40 Standorten, davon 10 produzierend bzw. entwickelnd. 30 Unternehmen ungefähr sind Sales Units bei uns. Wir sind ein Sensorikhersteller. Unser Hauptquartier ist in der Schweiz. Und das Thema Work Smart ist bei uns gar nicht so aktuell mit, wir wollen den Mitarbeiter jetzt mehr bieten, Homeoffice bieten und dergleichen. Dadurch, dass wir produzieren und entwickeln, haben wir immer die Thematik, die Leute müssen vor Ort sein. Und wir haben viel mehr Fragestellungen wie, wir müssen standardübergreifend zusammenarbeiten, wir haben Entwicklungsteams an den unterschiedlichsten Standorten, wir haben virtuelle Teams, die wir immer mehr aufbauen, wir haben das Thema Kommunikation zwischen den Leuten und aber auch die Weiterbildung, das heißt Produkt- und Prozessschulungen, was machen wir eigentlich, wie machen wir es und genau dafür haben wir Lösungen gesucht. Okay. Was hatten Sie konkret, was haben Sie konkret da umgesetzt? Für uns war einfach wichtig, dass wir Möglichkeiten haben, wenn wir jetzt in den Entwicklungsbereich als Beispiel gehen, Entwicklungsbereich über mehrere Standorte verteilt, das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten jeglicher Art, seien es jetzt Zeichnungen, seien es Office-Dokumente, der Austausch drüber, die Möglichkeit auch über eine Webcam bestimmte Sachen mal zu zeigen. Und wir haben uns da entschlossen, Skype for Business bei uns einzusetzen. Okay, vielen Dank. Vielleicht nochmal zwischendurch schon mal die Frage an Frau Lörcher. Frau Lörcher, gibt es schon Fragen seitens der Teilnehmer? Es gibt eine Frage, die einen kleinen Schritt zurückgeht, die sich auf die Studie an sich bezieht, die ich hier kurz fragen möchte. Beziehen sich denn die Erkenntnisse der Studie rein auf die Industrie oder kann man diese Erkenntnisse auch auf andere Branchen anwenden? Kleiner Schritt zur Seite, aber wurde gestellt im Interesse. Wir haben speziell, natürlich kann man diese Erkenntnisse zum Teil anwenden, aber wichtig hier bei diesem Studienprojekt war es auch, wir wollten ja ganz speziell auch mal in die Industrien reingehen.
Wir haben allerdings ein ähnliches Set an Fragen, haben wir unter anderem auch an Finanzdienstleister und Banken gestellt, auch für die Swisscom, da ist schon eine Studie erschienen. Wie gesagt, man kann es natürlich in einigen Themen übertragen, sicherlich, viele Erkenntnisse sind ähnlich, wobei Sie haben es auch schon mal gehört, es gibt so unterschiedliche Eingänge in die Workplace-Modernisierung, aber ja, wie gesagt, es lohnt sich, wir haben gelernt, es lohnt sich tatsächlich auch mal zwischen den Branchen auch nochmal mit reinzukommen. Es gibt so ein paar unterschiedliche Betonungen. Ja. Okay, aber gut, dann nochmal auch als Aufforderung an Sie, bitte nutzen Sie dieses Fragefeld für Fragen zwischendurch, insbesondere jetzt auch, wo wir zum nächsten Themenblock kommen, wo es nochmal um dieses ganze Thema Herausforderungen, Erfolgsfaktoren geht. Bitte fragen Sie, nutzen Sie das. Sie haben jetzt alle drei Experten schon mal gehört. Ich denke, wir haben hier ein tolles Team mit an Bord und wir freuen uns dann, auch Ihre Fragen mit zu beantworten. Gut, lassen Sie mich kurz weitergehen, vielleicht nochmal zurück. Herr Geiger, Sie hatten auch Skype for Business, hatten Sie ja schon gesagt, hatten Sie eingeführt, ja, ich glaube auch als Cloud-Lösung. Und wenn ich richtig informiert bin, haben Sie diese Lösung ja auch zunächst beim Management eingeführt. Ist das richtig? Und wenn ja, warum? Das ist korrekt. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, bedeutet, jede Investition, die wir bei uns tätigen, muss natürlich am Ende auch irgendwo einen Nutzen bringen. Und wir haben unter anderem bei uns bereits seit langem Videoconferencing-Lösungen im Einsatz, die natürlich hauptsächlich vom Management bzw. Kader genutzt werden. Da war es sehr wichtig, die zu überzeugen, hier auf eine modernere Lösung zu gehen, die jetzt auch erlaubt, aus einem Homeoffice mal oder aus einem anderen Standort sich in Meetings mit zuzuschalten. Und uns war unheimlich wichtig, dass das Management die Veränderung auch mitträgt. Das heißt, das Management lebt vor, wie wir mit diesen Lösungen umgehen. Und dann haben wir es auch leichter, in die einzelnen Bereiche, Segmente und dergleichen, diese Lösungen reinzubringen. Spannend. Das hört sich auch, also das könnte man vielleicht mit aufnehmen, so als so ein Erfolgsfaktor. Ja, man startet im Grunde beim Management. Sie haben aber diese Lösung jetzt schlussendlich natürlich auch in anderen Bereichen ausgerollt. Ja, wenn ich da so IT, Marketing, Forschung und Entwicklung, wie lief das da? Haben Sie das nochmal so zeitversetzt? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Waren die gegebenenfalls auch unterschiedlich in den verschiedenen Bereichen? Wir haben im Moment eine kleine Herausforderung. Wir bauen einen neuen Standort in Deutschland auf, der ähnlich wie unser zentraler Standort in Frauenfeld bestimmte zentrale Dienstleistungen mit abbilden soll. Und da haben wir natürlich die Herausforderung, dass diese Teams zukünftig zusammenarbeiten müssen. Und da hat es uns unheimlich geholfen, da haben wir als Beispiel Marketing natürlich ein zweites IT-Team, aber auch im Entwicklungsbereich Leute. Und Skype for Business hat uns da unheimlich unterstützt, eine Zusammenarbeit zu fördern. Um mal schnell auf dem Bildschirm zu schauen, wie entstehen bestimmte Marketing-Dokumente oder an was arbeitet gerade eben die Forschung und Entwicklung, dass man da schnell mal Meetings abstimmen kann, auch durch zum Beispiel Funktionen wie die Präsenzinformationen. Und gab's da auch Unterschiede so ich sag mal so in der Adoption durch die verschiedenen Fachbereiche oder lief das dann im Grunde alles so problemlos wie? Das war sehr interessant. Im IT-Bereich war es natürlich überhaupt kein großes Thema. Die sind Tools, vor allem wenn sie so einfach sind wie das Skype for Business Tool gewohnt. Da ging es sehr schnell. Wenn wir dann in die Forschung und Entwicklung gegangen sind, da haben wir Leute, die arbeiten heute stark auch mit Linux oder Unix-basierten Systemen. Teilweise auch Mac-Systeme, da wurde natürlich gleich in Frage gestellt, das ist ein Microsoft-Tool, wollen wir das überhaupt? Es sind im Hintergrund Cloud-Lösungen, wollen wir unsere Daten über die Cloud austauschen? Da muss man natürlich darauf reagieren und dann auch die Diskussion führen. Das Marketing dagegen relativ einfach, da war einfach wichtig, dass man eine Lösung hat, die schnell und einfach funktioniert und keine großen Probleme macht. Okay, prima. Herr Etter, aus Ihrer Sicht, also würden Sie das erstmal grundsätzlich empfehlen, welche Lösung zuerst beim Management einführt, um da auch sozusagen so ein Grundvertrauen zu schaffen oder da die Unterstützung mit herzuholen und vielleicht so, ja, was wir ja generell sehen, ja, das ganze Thema ist natürlich auch ein Change-Thema, ja, wo man dann auch das Management mit braucht und ja, also inwiefern können Sie das bestätigen, dass es eher ein Change als ein klassisches IT-Projekt ist? Wie sehen Sie das?
Ich kann das absolut bestätigen. Wir durften in den letzten 2 Jahren etwa 50 Kunden dabei begleiten, wirklich auch eine solche Lösung, sei das jetzt Skype for Business oder sei das eine umfassende Intranet-Lösung, sei das eine SharePoint-Lösung oder andere Elemente aus unserem Portfolio einzuführen. Und was wir realisiert haben, wenn ein Kunde nicht auch viel darin investiert, seine Mitarbeitenden mitzunehmen ins User-Enabling und auch in die Kommunikation investiert, dann besteht eine gewisse Gefahr, dass die Mitarbeitenden diese Lösungen zwar wahrnehmen, aber nicht unbedingt nutzen, genau gleich weiterarbeiten wie bisher, E-Mails mit Attachments verschicken und nicht unbedingt das Potenzial dieser neuen Technologien auch entsprechend umsetzen. Und Herr Geiger hat es gesagt, eine solche Investition muss sich ja auch rechnen und die rechnet sich ja nur dann, wenn die Mitarbeitenden wirklich an ihrer Arbeitsweise auch etwas verändern und dadurch produktiver werden oder Informationen transparenter werden unter Teams. Und um das sicherzustellen, braucht es wirklich auch eine Change-Komponente. Es braucht eine Komponente, dass man sagt, man arbeitet an der Kultur, an der Führungskultur. Diese Art von Skype for Business zum Beispiel, wenn dann ein Mitglied der Geschäftsleitung mal kurz angechattet wird von einem Mitarbeitenden, geht das? Darf man das? Wie ist so der Status dieser Präsenzinformationen? Wie verbindlich sind die? Das sind viele Fragestellungen, die nicht unbedingt technologiegetrieben sind, sondern viel stärker auf der Ebene der Kultur und der sozialen Normen in einer Firma. Und was wir sehen ist, das Management aktiv zu involvieren, sei das jetzt, ob man mit dem Management startet oder einfach dem Management eine bestimmte wichtige Rolle zugesteht und auch daran setzt, dass es eine Vorbildwirkung einnimmt, ist absolut erfolgskritisch. Und von dem her finde ich den Ansatz, den Herr Geiger gewählt hat, sehr intelligent. Es wird wichtig sein, oder es ist sehr zentral, dass auf allen Unternehmensstufen diese Lösungen genutzt werden. Und auf das Management wird halt nach wie vor in den meisten Unternehmen auch viel geschaut und dann hat eine entsprechende Vorbildwirkung. Also insofern, ich kann das absolut bestätigen. Vielleicht ein letzter Punkt. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit dem Einsatz von Lernenden. Es gibt Lösungen, die vielleicht nicht ganz so schnell adaptiert werden wie jetzt Skype for Business. Da braucht es eine gewisse Heranführung an diese Lösungen. Und wir setzen Lernende ein, so als Reverse Coaching Anbieter. Also wir nutzen sie quasi, um als Coaches aufzutreten gegenüber den Mitarbeitenden. Die gehen in die Firmen rein, die erklären dann, wie die Lösungen funktionieren, was der Benefit ist, der dahinter ist, beantworten Fragen. Und dadurch, dass es junge Menschen sind, die auch mit dieser Technologie aufgewachsen sind, ist oft die Hemmschwelle sehr, sehr tief, um Fragen zu stellen, um sich vielleicht auch etwas transparent zu äußern, was man noch nicht verstanden hat oder was man nicht nutzt. Und diese Art von Verankerungsaktivitäten, dieses WorkSmart Coaching, wie wir es nennen, hat bei sehr vielen Unternehmen, die wir begleiten durften, dazu geführt, dass die Tools viel stärker und auch sinnvoller eingesetzt werden, als wenn man das ohne Begleitung gemacht hätte. Okay. Herr Etter, Sie hatten uns ja noch eine oder zwei Folien mitgebracht zum Thema Change. Vielleicht wollen Sie die ja ganz kurz nochmal mit erläutern. Ich habe sie jetzt schon mal aufgelegt, die erste. Ja, das Interessante ist ja, wenn Sie in einer Unternehmung oder auch in einer Geschäftsleitung, in einer Konzernleitung die Frage stellen, wer ist denn der Meinung, dass wir anders arbeiten müssen, dass wir vielleicht stärker auf Vertrauen und stärker auf den Output der Leute, also auf ihre Präsenz setzen müssen? Wer ist der Meinung, dass in der Zusammenarbeit, stärkeren Zusammenarbeit unter den Mitarbeitern auch Innovationspotenzial liegt? Wenn Sie die Frage stellen, dann hören Sie sehr oft eigentlich bejahende Stimmen und Leute, die sagen, doch, das muss man so tun, das ist richtig. Und wenn Sie dann in der Realität schauen, wer dann wirklich auch relativ schnell seine Arbeitsweise ändert, dann ist es halt dann doch eine etwas differenziertere Betrachtung. Und es zeigt, das braucht Begleitung, es braucht eine gewisse Unterstützung, es braucht eine Überlegung, wie man eine solche Lösung einführt. Das ist kein Selbstläufer in den meisten Fällen. Und deshalb einfach das Thema Change Management definitiv nicht zu unterschätzen, sonst kann es dann so rauskommen, wie hier auf diesem Cartoon dargestellt. Herr Geiger, können Sie das so bestätigen, auch aus Ihrer Erfahrung bei der Einführung, womöglich nicht bloß von Skype for Business, sondern auch so bei anderen Lösungen rund um die Arbeitsplätze? Ja, wir müssen die Leute auf jeden Fall mitnehmen und wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Wir haben bei uns auch Lernende eingesetzt und die Lernenden losgeschickt, die Applikation vorzustellen und auf Fragen einzugehen, haben gemerkt, vor allem auch bei älteren Mitarbeitern ist es sehr gut angekommen, dass da jemand vor Ort kommt, wo man einfach mal auch die eine oder andere
etwas blöde Frage stellen kann. Das ist sehr gut bei uns angekommen. Also es scheint ja generell ein Thema zu sein, ne? Also wie gewinnt man so die Akzeptanz der Mitarbeiter mit ihren unterschiedlichen Bedarfen? Und da gibt es ja auch so unterschiedliche, ich sag mal so, auf der einen Seite vielleicht auch Wissenslücken oder vielleicht auch Ängste. Gibt es da Erfahrungen, Herr Etter, Herr Schmutziger, aus Ihren Beratungsgeschäften, wo Sie sagen, okay, also die typischen Fallstricke, die lauern eigentlich da und da, oder ist das ja ganz verschieden? Es hängt sicherlich stark davon ab, wo die Unternehmung heute steht. Und deshalb gehen wir auch nicht mit einem One-Size-Fits-It-All-Approach hin, sondern wir sprechen jeweils mit unseren Kunden, wo sie heute stehen, wie sie künftig arbeiten möchten, was sie denken, was wichtig ist, an der Zusammenarbeit zu verändern. Herr Geiger hat es gesagt, ein Industrieunternehmen, das hat jetzt die Herausforderung gehabt, über die Unternehmensgrenzen zusammenzuarbeiten. Wir haben andere Kunden, die sagen, wir müssen attraktiver sein für Arbeitnehmer. Wir wollen Möglichkeiten der flexiblen Arbeit, der mobilen Arbeit auch stärker forcieren. Wir versuchen wirklich dann, das genau zu verstehen und auch zu eruieren, wo liegen denn die Vorteile, wenn diese Art von Zusammenarbeit mal so verankert wäre. Und wir arbeiten dann mit dem WorkSmart-Modell, das aus der WorkSmart-Initiative, eine Initiative von etwa 80 Unternehmen in der Schweiz, die diese Art von Zusammenarbeit forcieren, entwickelt wurde. Und da sagen wir immer, es geht um die Räume, es geht um die Technologie, um die Kultur und um die Form der Zusammenarbeit. Ist es eher projekt- oder eher linienbasiert? Und wenn man dann auf diesen Ebenen diskutiert, dann merkt man sehr schnell, dass beispielsweise die Präsenz der Leute, dass Führungskräfte sich gewohnt sind, ihre Leute, halt ihre Mitarbeitenden nach wie vor auch über die Präsenz zu steuern. Dass man weiß, man ist morgens um 8 da und abends um 5 oder 6 Uhr gehen wir da aus dem Büro raus, dass die doch noch verbreiteter ist, als wir uns das vielleicht manchmal denken. Und diese Fähigkeit der Führungskräfte, halt nicht einfach nur über die Präsenz, sondern wirklich über den Output, über die Leistung der Leute zu steuern, damit vielleicht auch einen gewissen Kontrollverlust in Kauf zu nehmen, das ist schon eine Herausforderung, auf die wir immer wieder stoßen und die auch immer wieder etwas neu geregelt werden muss. Wir haben vor kurzem mit einem Kunden gesprochen, der sagt, meine Leute sind zu wenig im Büro, wir haben zu wenig Austausch unter den Mitarbeitenden, zu wenig Zeiten, wo wirklich alle da sind. Und er hat jetzt neue Regeln eingeführt, die wirklich dazu führen, dass auch dieser Austausch wirklich physisch genügend passiert. Und das ist ein permanentes Justieren. Aber insofern, das ist ein Thema, das oft auftaucht. Und ansonsten liegt es an uns dann als Coaches auch aufzuzeigen, wo den Fallstrick liegen könnten, je nach Unternehmenssituation und Ausgangslage. Spannend. Wie gesagt, auch zwischendurch nochmal meine Aufforderung an die Teilnehmer oder an die Zuhörer hiermit, wenn Sie jetzt Fragen haben, wir haben jetzt die Coaches hier, fragen Sie auch zu den speziellen. Wir hätten ein paar Zwischenfragen. Ah. Okay. Ja, wunderbar. Eine Frage, die sich direkt an Herrn Geiger richtet. Sie haben virtuelle Teams angesprochen. Wie haben Sie Ihre Führungskräfte an die Thematik herangeführt? Gemäß der Studie scheint dies ja eine Herausforderung zu sein. Tut mir leid, es war gerade ziemlich abgehakt. Könnten Sie es nochmal wiederholen, bitte? Ja, natürlich, sehr gerne. Die Frage, die gestellt wurde, war an Sie gerichtet. Sie haben virtuelle Teams angesprochen. Wie haben Sie Ihre Führungskräfte an die Thematik herangeführt? Gemäß Studie scheint dies ja eine Herausforderung zu sein, fragt der Teilnehmer. Da muss ich auch zugeben, da lernen wir gerade selber noch genug dazu. Die Führungskräfte sind ja ziemlich geworden und haben gemerkt, wir brauchen dringend eine Lösung, um hier zusammenarbeiten zu können und eben auch genau solche Möglichkeiten wie Desktop-Sharing abbilden zu können. Ja, gute Frage, ja. Vielleicht auch mal umgekehrt an Herrn Etter. Ja. Also, was schlagen Sie denn vor als Berater, um Führungskräfte da, die Führung von virtuellen Teams im Grunde so ein bisschen oder die heranzuführen an dieses Thema? Wir sehen, auch hier gibt es vermutlich kein Patentrezept, das wäre vermutlich vermessen, aber wir sehen so drei Themen, die durchaus bei allen Unternehmen und auch bei uns selber, Swisscom ist ja auch in einem Transitionsprozess, wir arbeiten heute viel interdisziplinärer und virtueller zusammen, vor allem angesichts unserer zahlreichen Standorte. Wir sprechen eigentlich immer über drei Elemente, die eine Führungskraft sich stark bewusst sein muss und auch in den Vordergrund rücken muss. Das eine ist, es muss natürlich selber auch diese Art von Zusammenarbeit vorleben, es muss auch irgendwo
einen guten Mix finden zwischen physischer Präsenz bei den einzelnen Teams und bei den einzelnen Teammitgliedern oder halt der virtuellen Zusammenarbeit. Das ist so die eine Ebene. Also es muss kompetent sein in diesen Themen und das auch entsprechend vornehmen. Das zweite ist, es ist natürlich stärker über das Thema Vertrauen und Ziele zu führen als sonst. Also man muss halt wirklich dann auch sagen, okay, von diesen Teammitgliedern, die ich jetzt halt weniger oft sehe oder wo auch Konflikte auftauchen könnten, dass man dort über Ziele relativ klar macht, was man erwartet und wo auch die Herausforderungen liegen. Und das Dritte ist sicherlich, dass wenn Probleme auftauchen, sei das jetzt im virtuellen Modus, wo vielleicht dann zu wenig diese informellen Themen angesprochen werden könnten, wenn man das spürt als Führungskraft, oder wenn beispielsweise auch Probleme mit der Art und Weise der Tools, die genutzt werden, da sind, dass man das aktiv thematisiert. Also sprich Vorleben, stark auf Vertrauen und Ziele setzen und Konflikte, Probleme rausspüren und die aktiv ansprechen, sei das jetzt auf der personellen Ebene, wenn sie auftauchen und vielleicht wenig genügend artikuliert werden können, weil virtuell, oder auf Ebene der Zusammenarbeitstools, bei denen sich vielleicht niemand getraut, das zu adressieren, weil man denkt, man muss jetzt ja damit arbeiten. Also hier einen proaktiven Ansatz zu wählen, ist das Führungskraft auch sehr entscheidend. Da würde ich mich kurz nochmal einklinken, da muss ich bei zwei Sachen recht geben. Es ersetzt auf gar keinen Fall die Vorortpräsenz, die ist bei uns immer noch unheimlich wichtig. Die Collaboration Tools sind rein eine Ergänzung zum Thema vor Ort sein und mit den Leuten sprechen. Und was bei uns auch unheimlich wichtig war, an den einzelnen Standorten haben wir natürlich schon eine gewisse Regelkultur etabliert. Und dann die Personen von den anderen Standorten mit zu integrieren und da auch bereit zu sein, zu sagen, man nimmt jetzt solche Online-Tools mit rein, um diese Themen im größeren virtuellen Team zu besprechen, das war auch sehr wichtig. Okay, spannend. Was ich selbst noch gelernt habe, bin ich froh, dass es kein Müssen ist, Herr Geiger, dass wir uns da einig sind. Das ist gut zu wissen, dass da Ihre Erfahrung in eine ähnliche Richtung geht. Was ich nochmal selbst gelernt habe, ein Expertengespräch auch mit einem, mit so einem Berater, der so in der Richtung virtuelle Teams, Zusammenarbeit unterwegs war, der hat mir gesagt, wichtig ist, dass man auch bei solchen, wenn die Zusammenarbeit zunehmend virtuell stattfindet, dass man immer noch versucht, so dieses klassische Flurgespräch versucht zu integrieren, dass man sich praktisch Zeit lässt, auch mal bei solchen Meetings, dass man sich am Anfang mal 5 Minuten einplant, um einfach mal, sag mal, so einen persönlichen Plausch zu machen und dabei auch ein bisschen die Videofunktion sozusagen auflässt, dass man auch den Mitarbeitern mal zumindest virtuell in die Augen schaut, dass man so das Gefühl nicht verliert, für den Mitarbeiter. Das habe ich noch mitgelernt. Okay. Ich hätte hier noch was. Und zwar wurde speziell das Thema Schulung hier noch angefragt. Die Frage richtet sich, denke ich, an die Bauma AG. Die Frage ist, wurden Schulungen bei der Einführung von Skype für Business eingesetzt? Als Beispiel, welche Mitarbeiter sollen Meetings erstellen können? Wer soll welche Kenntnisse erlangen? Und wenn ja, welche Schulungsform wurde gewählt? Also wir definieren davor, welche Mitarbeiter jetzt in welcher Phase die Funktionalität bekommen. Und in einem Industrieunternehmen natürlich die ganzen Mitarbeiter im Office-Bereich, in den Produktionsbereichen bringt das uns nichts. Die Personen, die Skype for Business bekommen, haben wir immer gezielt geschaut, dass sie sauber mit guter Hardware ausgestattet wurden, dass wir da keine Probleme haben und zeitgleich mit der Ausgabe der Hardware und mit dem Rollout des Clients sind vor allem hier in der Schweiz an den Standorten die Lernenden vor Ort gegangen und haben je nachdem, um wen es ging, Einzelschulungen gemacht oder Schulungen in kleinen Teams, 2 bis 3 Leuten, wo wirklich die ganze Funktionalität von der Software erklärt wurde. Dazu gibt es dann noch ein Booklet, das der Mitarbeiter in PDF-Form bekommen hat, um auch im Nachgang nochmal die einzelnen Themen nachschlagen zu können. Es gibt auch eine Frage bezüglich der Hardware. In der Industrie haben nicht alle Mitarbeitenden unbedingt Zugriff zu einem PC oder einem Laptop. Wie können wir unter Berücksichtigung dieser Ausgangslage standortübergreifende Collaboration sicherstellen? Gut, bei uns ging es um Mitarbeiter im Entwicklungsbereich oder im Office-Bereich. Da haben bei uns sämtliche Mitarbeiter Zugriff zu so einer Hardware.
Sie haben halt teilweise nicht Zugriff zu einer Hardware mit einer Webcam oder mit eingebauten Lautsprechern und da mussten wir einfach schauen, dass wir die notwendige Hardware im vernünftigen Preisrahmen noch nachkaufen. Vielleicht hier noch ein ergänzender Kommentar. Wir sehen ja natürlich bei vielen Unternehmen, dass ein Teil der Mitarbeitenden kein Notebook oder keinen festen Arbeitsplatz, keinen festen PC sein eigen nennt und entsprechend halt vielleicht über das Mobile auch Informationen bezieht. Das schwarze Brett, in vielen Firmen noch eine Informationsquelle, kann natürlich dadurch ersetzt werden, indem man über den mobilen Kanal auch kommuniziert. Und viele der heutigen Lösungen, die sind auch sehr gut mobilfähig. Wir haben zum Beispiel gemerkt jetzt bei Swisscom, dass bei uns intern die Nutzung von Skype for Business über Mobile oder auch die Nutzung unseres Internets über den mobilen Kanal in den letzten paar Monaten rund um 50% zugenommen hat, weil es natürlich einfach auch flexibler ist. Man hat dann, wenn man kurz Zeit hat, kann man nachschauen. Und es gibt auch sehr viele moderne Enterprise-Messaging-Lösungen, also den Messaging-Kanal zu nutzen, um Leute zu erreichen, die vielleicht sonst nicht an einem PC sitzen, ist ein steigender Trend, für den wir auch Antworten haben, mit dem man wirklich auch Leute erreichen kann, die sonst vielleicht nicht unbedingt immer vor einem Device sitzen, das normalerweise eingeloggt ist auf Internet. Vielen Dank. Hier wurde gerade von einem Teilnehmer postuliert, dass die immer schnellere Entwicklung der Technologien mich persönlich von der Einführung abhält von Collaboration Tools. Wie stehen Sie dazu? Also, dass sich das Ganze quasi immer selbst überholt. Wie soll ich mich da entscheiden? Wunderbar, das bringt mich genau auf diese Frage. Ist die perfekte Überleitung, wie lassen sich eigentlich in so einem dynamischen Umfeld wirklich Vorhaben planen und umsetzen? Das war eine generelle Frage, die hatten wir schon mal so generell angedacht. Insofern freue ich mich da gerne über die Frage. Ich glaube, ja, einfach nochmal in die Runde. Herr Etter vielleicht zunächst, Herr Geiger dann auch aus Ihren Erfahrungen. Wie sollte man vorgehen, Herr Etter? Wie kann man vorgehen? Oder Herr Schmutziger? Vielleicht wollen Sie starten, Herr Geiger, mit dem Praxisbeispiel. Und da kann ich noch ein bisschen ergänzen, wie wir das generisch sehen aufgrund der Marktentwicklung. Aber wie haben Sie jetzt beispielsweise den Entscheid getroffen? Wir haben uns natürlich das Gartner-Diagramm angeschaut, haben uns angeschaut, welche Lösungen im oberen rechten Quadrat sind. Da war unter anderem die Skype for Business-Lösung. Die Skype for Business-Lösung explizit in der Zusammenarbeit mit der Swisscom hatte für uns einen großen Vorteil. Wir können die Lösung aus der Cloud beziehen. Wir haben hier eine monatliche Abrechnung. Das heißt, wir konnten problemlos einen Proof of Concept starten, mit einem kleineren Team und das sukzessive weiter ausrollen. Und auch bei uns ist die Angst, wir investieren unheimlich viel und sind danach mit der Lösung nicht zufrieden. Mit genau der Vorgehensweise haben wir danach nur den Hardware-Invest, den wir für eine andere Lösung wieder nutzen könnten und können die Lizenzen problemlos abschalten, wenn wir es nicht mehr wollen. Weiter? Ich kann vielleicht hier noch ergänzen. Ich glaube, wichtig ist es, dass man, wenn man einfach mal auf eine Lösung setzt, auch eine gewisse Kontinuität an den Tag legt. Nichts Schlimmeres, als wenn Sie den Mitarbeitenden alle paar Monate eine neue Plattform, ein neues Tool zur Verfügung stellen und dann auch noch unklar ist, welches Tool für welchen Zweck genutzt werden soll. Wir erleben das auch ab und zu, dass den Mitarbeitenden gar nicht klar ist, für welchen Use Case, für welche Aufgabe jetzt E-Mail oder ein Blog oder Skype for Business genutzt werden soll. Also das braucht eine gewisse Zeit, bis man hier wirklich Orientierung geschaffen hat auf Mitarbeiterstufe und das auch entsprechend gelebt wird. Was wir sehen, wir sind natürlich nahe am Markt dran. Wir haben Experten, die auch die Technologie, die Lieferanten, wir arbeiten hier unter anderem mit Cisco, mit Unify und Microsoft natürlich intensiv zusammen, die diese Roadmap sehr, sehr gut kennen und auch entsprechend beurteilen können, wie es um die Kompatibilität steht. Jeder Kunde hat ja schon eine Lösung installiert. Es gibt eine gewisse Legacy, natürlich, die man berücksichtigen muss. Und hier trauen wir uns zu, aufgrund der sehr engen Austausche und der sehr engen Kontakte zu unseren strategischen Lieferanten, auch den Kunden gut beraten zu können. Was neu gekommen ist in den letzten vielleicht 12 bis 18 Monaten, dass auch kleine Anbieter, Startups im Bereich Kollaboration natürlich auf interessante Lösungen anbieten. Slack ist nach wie vor ein Startup, die haben vielleicht 50 bis 100 Mitarbeitenden. Das ist kein großer, also es gibt schon eine gewisse Dynamik, die jetzt entsteht, neue Anbieter, die sich im Feld positionieren. Und hier versuchen wir beispielsweise
dadurch Piloten, interne Piloten, uns schnell ein Bild zu machen, ob eine Lösung wirklich Potenzial hat. Wir testen laufend 3 bis 4 Startup-Angebote bei uns intern mit einzelnen Teams und eruieren dann, ob da wirklich Potenzial dahinter steckt. Und dieses Wissen geben wir dann auch an unsere Kunden weiter und beraten sie entsprechend, ob eine Lösung eines vielleicht nicht ganz so großen Namens auch etwas sein könnte für die jeweiligen Bedürfnisse, auf die wir treffen. Okay, vielen Dank. Ja, lassen Sie mich kurz noch überleiten auf den dritten Block. Wohlgemerkt, wir hatten es auch im Vorfeld gesagt, wenn Sie weiterhin Fragen haben zu dieser konkreten Umsetzung, stellen Sie die. Die Fragen werden Ihnen spätestens im Nachhinein beantwortet oder wir zeigen es dann auch nochmal. Die Experten haben sich auch bereit erklärt, dass sie gerne auch bilateral auf Fragen noch entgegennehmen. Lassen Sie uns ganz kurz nochmal kommen zu diesem Thema externe Unterstützung. Vielleicht nochmal Herr Geiger aus Ihrer Sicht. Ja. Wir hatten es ja vorhin schon gesagt, was soll denn Dienstleister, der Sie in diesem Bereich unterstützen will, was sollte der unbedingt mitbringen? Wie haben Sie da die Auswahl gestaltet? Was war einmal für die Auswahl kritisch, was ist für die Zusammenarbeit kritisch? Also für uns war auf jeden Fall wichtig, dass wir jemanden finden, der Erfahrung in der Umsetzung hat. Und Erfahrung in der Umsetzung nicht nur allgemein, wie setze ich das Tool um, sondern auch, wie setze ich das Tool in einem Industrieunternehmen um. Was uns sehr gut gefallen hatte bei unserer Wahl jetzt, wir haben die Swisscom genommen, natürlich die Kontakte, die die Swisscom in die Industrie allgemein in der Schweiz hat, was uns auch geholfen hat, mal unterschiedliche Beispiele zu sehen und auch jetzt noch hilft bei den nächsten Schritten. Auf der anderen Seite war uns aber auch sehr wichtig, dass der Umsetzer eine Erfahrung hat, wie ich die Lösung einführe. Wir haben jetzt die Lösung aus der Cloud genommen. Wir lernen mit der Lösung jetzt gerade auch in die Cloud zu gehen, hatten da noch sehr viele Fragen. Und da wäre es sehr gut, mit den System Engineers von der Swisscom dann zusammenzuarbeiten, dass wir das ganze Wissen nicht selber erarbeiten mussten. Spannend. Vielen Dank. Umgekehrt, ja, Herr Etter, Herr Schmutziger, welchen Anforderungen kommen die Kunden in der Regel auf Sie zu? Was sind so die Kernanforderungen? Wie beantworten Sie die? Wo denken Sie, warum gewinnen Sie Unternehmen wie die Bauma AG? Ja, also, wie würden Sie sagen, ja, was sind so die Kriterien, die Sie für wichtig halten, womit Sie da auch im Markt bestehen? Ich würde die Frage gerne ein bisschen breiter beantworten. Und zwar im Sinne von Trends, die in der IT im Moment auf die Kunden, auf die Industrie insbesondere hereinbrechen. Das sind vor allem Cloud-Themen, also wie kann ich meine eher starre monolithische IT in die Zukunft überführen, wie kann ich Cloud-Services nutzen, die im Bezugsmodell dann auch verrechnet werden, im IoT-Umfeld, das industrielle Internet der Dinge, wo die Maschinen weltweit verteilt sind und sich dann melden, wenn sie ein Problem haben, da sind sie schon in einem externen Netz. Also wieso nicht diese Dienstleistung dann zum Management der Devices zum Beispiel oder Analyse dieser Daten entsprechend auch aus der Cloud zu beziehen. Und ich sehe einen wichtigen Beitrag von Swisscom, sie nicht, oder die Kunden nicht nur in spezifischen Lösungen wie Telekommunikation zu beraten, sondern eigentlich übergreifend diesen Change dieser IT-Architekturen zu begleiten. Und zwar in den verschiedenen Domänen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns nicht ausrichten auf spezifische Branchen und sagen, wir können jetzt die Bankenbranche sehr gut bedienen, sondern dass wir eine gewisse Breite haben in unserem Angebot und damit eigentlich auch zum Beispiel Use Cases möglich machen, dass die Maschine direkt über Skype dem Ingenieur dann schreibt, ich habe ein Problem mit diesem Fehler. Also das sind kleine Dinge, aber die lassen sich dann mit uns realisieren. Vielen Dank. Gut, dann ich sehe gerade, wir haben noch eine Minute. Wie gesagt, ich hatte Ihnen gesagt, liebe Teilnehmer, Sie können alle Fragen stellen. Lassen Sie mich ganz kurz nochmal auf Zusammenfassung, Fazit, würde ich jetzt nicht riesig eingehen. Wichtig wäre es für mich, ich denke, viele Punkte, die wir auch in der Studie adressiert hatten, da hatten wir auch dort nochmal so ein paar ganz konkrete Stichpunkte gegeben, Richtung Strategie, Führung, Organisation, Kultur, aber auch zu IT-Support, Sicherheit, technische Umsetzung und so weiter. Die finden Sie auch in der Studie.
Da können Sie, da wurden hier schon viele Punkte auch mit draus angesprochen, jetzt in der Diskussion. Ich hatte Ihnen noch versprochen, ganz wichtig, Sie können gerne auf die Experten, die heute hier mit in der Diskussion dabei waren, gerne auch nochmal bilateral zugehen. Also wir haben uns auch zugesagt, wir dürfen auch die E-Mail-Adressen hier einblenden für Sie, wenn Sie da Fragen haben, direkt an die Experten, wo Sie jetzt gesagt haben, die wollen Sie hier vielleicht nicht in einer großen Runde loshaben. Bitte schreiben Sie die Experten an. Sie werden von uns nachträglich auch nochmal, Sie bekommen den entsprechenden Link zur Studie, sicherlich auch nochmal die Kontaktadressen der Experten noch mit zugesendet und auch noch so die wesentlichen Aufzeichnungen zu dem Webinar. Ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank an die Teilnehmer natürlich für ihre aktive, wie sagt man, Mitarbeit, für die vielen Fragen. Herzlichen Dank, Herr Geiger, Herr Etter, Herr Schmutziger, für die tolle Beantwortung. Wie gesagt, ich denke, dass wir da auch weiterhin in Verbindung sein werden und Ihnen dann auch gerne auch die Fragen, wenn da noch welche kommen, gerne auch weiter beantworten. Vielen Dank an dieser Stelle. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, alle Teilnehmer, für das Interesse und besten Dank, Herr Stieler, für die Moderation. Danke, Herr. Dann schließen wir jetzt das Webinar an, ich sage. Auf Wiedersehen.